Wir alle wollen Menschen finden, die uns lieben. Doch das wird immer schwieriger. Ein Überangebot an Dating-Plattformen und endlose Möglichkeiten, Menschen kennenzulernen. Trotzdem kommen Beziehungen immer öfter nicht zustande. Zum Beispiel, weil der Humor nicht gestimmt hat. Denn 90% aller Menschen finden Humor in einer Beziehung wichtig. Wenn Humor so wichtig ist beim Dating, dann habe ich da vielleicht die kleine Ecke gefunden, wo ich der Spezialist sein könnte. Ich möchte Menschen helfen, beim ersten Date herauszufinden, ob sie über dieselben Dinge lachen. Wie findet man also raus, ob man den gleichen Humor hat? Wir haben das folgendermaßen gemacht. Wir haben ein Café gemietet und dort sollte dann das Date stattfinden, bei dem wir den Humor testen wollen. Dafür sollen dann verschiedene Aktionen stattfinden, die für bestimmte Humorgenres stehen. Das Ganze filmen wir mit versteckter Kamera. Wir haben dann über einen Aufruf nach Singles gesucht, die gerade jemanden kennenlernen wollen. Darauf hat sich Tobi gemeldet. Der ist schon länger auf der Suche nach einer Beziehung. Tobi sollte sich dann ein Date organisieren. Und der hat Felix kennengelernt, natürlich auch, wie alle heutzutage, in einer App. Den sollte er dann in das Café bestellen, ohne etwas von unserer Aktion zu verraten. Tobias, kommst du mal? Hey, grüß dich. Tach, grüß dich auch. Du wirst jetzt gleich auf ein Date gehen. Ja, das werden wir. Das heißt, du hast es satt, Single zu sein? Ja, tatsächlich date ich schon seit so 7, 8 Jahren. Datest du jetzt, um zu daten, oder datest du, um eine Partnerschaft daraus zu entwickeln? Oder? Schon eine Partnerschaft, ja. Was ist dir denn wichtig? Klar, niemand will oberflächlich sein, aber ja. Aussehen schon. Ja. Und tatsächlich Humor ist schon sehr wichtig. Und um den zu testen, haben wir verschiedenste Aktionen geplant, die um Tobi und Felix herum passieren werden. Du weißt auch nicht genau, was passiert. Ich sag dir, wir gucken halt, was findet ihr beide lustig oder auch beide scheiße. Um zu gucken, wo liegt eure gemeinsame Schnittmenge. Da müssen wir auch mal durch was durch. Ich bin gespannt, du. Der ist dann auf Position gegangen, also an den Tisch hat er sich gesetzt. Und ich habe mich in meinem Van versteckt. Okay. Da musste er dann warten auf Felix. Na blöd, also ich weiß nicht, wir sind jetzt schon ein bisschen über der Zeit. Ich bin mir unsicher, ob da jetzt noch jemand kommt oder nicht. Warte mal, ist er das? Ja, hey. Das ist er. Grüß dich. Oh, guck mal, direkt eine richtige Umarmung, nicht so eine komische Halbumarmung, so richtig. Ich hab immer so ein bisschen Schiss, dass irgendwie Cafés so den gleichen Namen haben. Ach so, du hast mir aber schon mal einen Link geschickt, glaube ich. Ja? Na, okay. Ich musste gerade draußen noch durch die Gegend rennen, weil ich hatte Müll in der Hand. Müll? Ja, das ist kein Müll, mehr in mir. Also, naja, ich hab was gebraucht. So, und Tränke reinlaufen. Mhm. Von der Kaffee Edeka. Ah, okay. So trinken schnell getrunken. Boah, ich war gestern auch im Kino bei der Berlinale und bin auch da schier verdurstet. Und dann habe ich mir ein Powerade geholt auf meinem Späti. Was ist das? Ist das so ein Energy Drink? Ja, das ist dieses super süße amerikanische Getränk. Nee, das trinke ich nicht. Ist ja irgendwie auch spannend. Da sind jetzt zwei Menschen, die sich füreinander interessieren und jetzt zum ersten Mal an einem Tisch sitzen. So sieht man sich nach 1,5, 2 Wochen, ne? Ja, endlich mal. So, ich bin auch ganz kaputt. Was sagt man? Wie sagt man das? Wie ist man nicht peinlich? Du willst jetzt auch was essen? Ich habe jetzt noch nichts gegessen. Ich habe mir heute Mittag noch kurze Pommes reingehauen, das war's aber. Also es geht ganz gut los und die kommen jetzt langsam so rein. Deswegen starten wir jetzt die erste Aktion, um zu testen, ob sie den gleichen Humor haben. Eine Grundlagenkategorie des Humors sind Clowns. Und wenn sie das beide witzig finden, dann haben sie schon die erste Gemeinsamkeit. Es kann ja nicht einfach so ein Clown reinlaufen, das wäre ja sehr auffällig. Also haben wir den Kellner ein bisschen angeclownt. Und da können wir mal schauen, wie die darauf reagieren, wenn sie bedient werden von einem, der so ein bisschen so eine clownige Stimmung verbreitet. So, dann den Clown ab. Ja, ich habe mir irgendwie so Tütennudeln reingeballert. Ja, da habe ich zu viel gegessen, weil ich von den Nudeln erstmal Pause, glaube ich. Ja, das war so Asian-Style-Nudeln. Ja, die habe ich noch nie gegessen. Deswegen. Er sieht clownig aus, er läuft clownig, aber sonst ist alles normal. Mit diesen langen Schuhen. Ihr wollt bestellen? Ja. Zumindest gucken wir mal. Ja. Alles klar, guck mal, wenn ihr ready seid, sagt einfach Bescheid. Ja? Okay, danke, super, danke. Okay, sie lachen beide so. Was ist das denn? Ich hab Angst. So, Warte. Das ist witzig. Mein Humor wär's. Aber die beiden lachen auch drüber. So. In Berlin ist man nie enttäuscht, ne? Nee. Den Clown fanden sie beide lustig
Was das angeht, haben sie offensichtlich denselben Humor. Ehrlich gesagt, glaube ich, hätte ich Bock auf Alkohol. Ja, bitte. Ja. Nachdem ich die so hab ein bisschen reden lassen, habe ich dann die nächste Humorart getestet. Mundart-Comedy. Mundart-Comedy ist Comedy oder lustige Beobachtungen, Stand-up, was auch immer, in einer gewissen Mundart. Sagen Sie mal, haben Sie auch vegane Schnitzel? Na. Aber ich hätte draußen nur gelbe rum. Die habe ich aus Hackfleisch gebastelt. Das ist für meistens die Leute, die dann auch aus der Region kommen, weil die dann denken, ach, guck mal, einer von uns. Bei uns ist immer so, der Schwabe sitzt schon auch mittlerweile da, aber er denkt dann, was ist, wenn es gleich regnet. Meistens geht es in diesen Bits dann darum, alle anderen sind dumm, außer ich. Da gibt es jemanden, der heißt Michel Müller. Aber die hast du mittlerweile auf der Autobahn, diese ganzen Schleicher vorne dran, hinten dran die Drängler mit Lichthupe. Michel Müller, der hat immer so ein T-Shirt an, da steht Drecksack drauf. Das ist bereits in der Mundart geschrieben, Drecksack. Und der beschwert sich immer darüber, zum Beispiel, dass die Autobahn scheiße ist oder irgendwie so. Mittlerweile auf der Autobahn nur noch Idioten unterwegs. Ist euch das auch schon aufgefallen? War die auch schon unterwegs? Habt ihr euch gedacht, wenn ich heute nicht unterwegs wäre, lauter Idioten, lauter Idioten. Wollt ihr meine Meinung hören? Horror. Und dafür muss ich jetzt jemanden anrufen. Das ist der Daniel, der da schon sitzt. Der ist Franke. Franke. Franke, sagt man, glaube ich. Egal, der kann das besser. Daniel sollte sich am Telefon über so ein alltägliches Problem aufregen in der Mundart. Dafür haben wir einen Originaltext von Drecksack abgetippt. Hey. Hey. Yes. Hallo. Hey. Daniel. Hey, servus. Sag mal, wie findest du denn eigentlich die Autobahn? Hey, pass mal auf, ey. Mittlerweile, ne, hast du doch immer nur noch die ganzen Schleicher auf der Autobahn und hinten drauf die Drängler, die machen schön Lichthupe und du zwischendrin, ja, meine, und du kannst nichts dafür. Ja, oder? Meine Oma. Mittlerweile auf der Autobahn, ne, da sind doch nur noch Idioten unterwegs. Ey, du warst doch auch schon unterwegs und hast dir gedacht, wenn ich heute nicht unterwegs wäre, lauter Idioten. Ich bin immer so abgelenkt von irgendwelchen Leuten um mich herum. Und dann hast du die Wohnmobilisten. Und das sind ja die allerschlimmsten. Ne? Das ist schlimm, ey. Die fahren ja einfach raus, ohne zu blinken. Zu meiner Oma. Ich fahr ja kein Auto, ich fahr ein Haus. Und hat ein Haus am Blinker? Nein. Ey, das ist unglaublich. Ey, Daniel, ich glaube, wir haben es bei denen jetzt gekriegt, okay. Ja? Vielen Dank. Okay. Das okay. War sehr gut. Also, ciao dabei, ne? Mach's gut, servus. Ciao, ciao. Ja. Also, sie haben beide auch gelacht. Aber sie haben, glaube ich, nicht gelacht, weil sie das witzig fanden, sondern weil sie das beide gleichmäßig genervt hat. Das ist aber auch eine Gemeinsamkeit und die können wir verbuchen, das ist gut. Tobi und Felix haben dann erstmal bestellt. Und es war jetzt so richtig weird, weil ich habe die Theke nicht gefunden. Das war in so einem extra Raum. Und seid ihr soweit? Ich finde den Clown immer noch so super witzig. Ich nehme Aperol. Aperol? Oder soll ich dir auch? Schönen süßen Longdrink. Schönen süßen Longdrink? Auch ein Aperol vielleicht? Oder eine Überraschung? Überraschungslongdrink. Ja? Kein Aperol-Spritz. Krieg ich hin. Danke. Hast du nicht gesagt, du hast den noch nie getrunken? Ja, aber ich weiß, dass der bitter ist. Ah, okay, bitter, ja. Okay. Weiter geht's mit dem nächsten Humorgenre. Man darf bei Humor nicht den Fehler machen, alles kaputt zu denken. Man muss manchmal auch einfach den ganz direkten Weg gehen und sich daran erinnern, dass Menschen auch einfache Geschöpfe sind. Jetzt kommen wir zu einer Sache, die sehr offensichtlich ist, und zwar Verkleidungshumor. Hast du es noch nie getrunken? Ja, Hammer. Ja, okay. Du magst ja keinen Kaffee, ne? Finde ich echt ganz nice. Das war anstrengend. Ja, keine Ahnung. Dann auf jeden Fall. Das ist ja alles gibt. Nee, ich will es auch nicht übertreiben. Was ist denn hier los? Also der ist verweichert. Ist der nicht mehr? Das ist der Typ nicht mehr damit. Er ist abgesetzt. Ach so. Ganz hinten an dem runden Tisch. Der rote Hut steht auch einfach auf dem Tisch. Den grünen Pulli? Ja. Naja. Why not? Wir haben beide gelacht. Also das ist ein Punkt für die, auf jeden Fall. Also hat das gut funktioniert mit dem Hut. Ja, 2.000-3.000 Einwohner in so. So, ich hab euer Essen hier. Dann haben sie erstmal angefangen zu essen. Ich hab vergessen, das ist Tofu, glaube ich. Sieht schon aus, oder? Das hat uns genug Zeit gegeben, die nächste Aktion vorzubereiten. Es gibt manchmal Humor, der entsteht aus dem Unlogischen, aus dem Egalen, so Gaga-mäßig, der nicht unbedingt Sinn ergibt, der aber vielleicht ja bei beiden einen Nerv trifft. Und das ist Gaga-Humor. Einmal mitgenommen, hier ist es. Wir haben uns Folgendes ausgedacht: 2 Handwerker kommen in ein Café. Ja.
Ihr kommt klar, ja? Wir kommen klar. Okay. Wir sollten da laute Geräusche machen, dass man die also auch wirklich hört. Tatsächlich sogar nicht. Wollen wir mal, wa? Kann ich was machen hier? Ja, okay. Machen da einen riesen Lärm. Das kannst du zumindest schon mal nicht ignorieren, das ist gut. Ja, ja, ich hab auch in meinem immer relativ viele Pflanzen. Okay, ich guck mal hier. Du lernst halt immer drin, wenn man das dann dauert. Dann haben die da rumgesägt und rumgesägt und irgendwann hatten die so ein Rohr in der Hand. Und dann haben die Handwerker entdeckt, was das Problem war. Ab, 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 gut. Okay, und? Ah, da ist ja das gute Stück. Okay, Vorsicht, Vorsicht. Aber auch übrigens Punkt für beide, ne? Da haben wir ja den Schlawiner. Er ist echt immer das Gleiche, oder? Kannst du mal anhalten? Die Wurst. Okay. Was soll ich jetzt hier noch erklären? Da kommt jetzt kein Sinn mehr oder irgendeine Erklärung. Das war's, das ist ja das Ding. Ja, möchte ihn jemand haben? Ja, alles klar. Das ist doof. Okay, vielleicht ist das doch irgendwie ganz gut, aber eigentlich, dass wir hier hinten sind, wir da vorne, ist schon ziemlich laut, finde ich. Ich finde, dass es lauter ist. Ja, okay. True. Aber immerhin ging es nicht so lang. Dann haben wir ganz schnell die nächste Aktion gestartet, bevor sich das jetzt so setzt und er so denkt, Moment mal. Und das war die Aktion Schwarzer Humor. Abend. Da passiert eigentlich was überhaupt nicht witzig ist, eigentlich was super Schlimmes. Aber weil man darüber lacht, kommt man besser damit zurecht. Ist hier zufällig der Halter des Fahrzeugs BMR 7893? Sie? Ihr Wagen steht im absoluten Halteverbot, wird gerade abgeschleppt. Abgeschleppt? Nee, das kann nicht sein, ich pack da immer. Nee. Ist doch nur ein kleiner Scherz, Ihr Mann ist tot. Sie sind doch Frau Gesine Hermanns. Ja, ja. Ja, tut mir leid, wir haben Ihren Mann tot aufgefunden. Mein Mann, Jens. Ich dachte, mit einem kleinen Scherz können Sie das besser verkraften, aber ich muss Sie jetzt bitten, mitzukommen. Ja, ich weiß nicht, wie man das jetzt wertet. Manchmal lacht man ja nicht gleich so laut auf. Einmal da entlang, bitte. Mein Kollege wartet draußen. Aber... Tut mir leid. Manchmal schmunzelt man ja eher in sich hinein. Ich glaube, es ist nicht deren Grundhumor sozusagen, aber das ist ja auch ganz sympathisch. Ich hatte noch nie so einen weirden Abend wie heute. Liegt vielleicht an mir? Oh Gott. Nein, auf keinen Fall. Felix war ab jetzt sehr skeptisch. Und ich gehe raus. Und ich bin dann schnell rausgeflitzt, damit das Ganze mal ein Ende hat und der jetzt nicht weiter drüber nachdenken muss. Und hast du noch Bauchschmerzen oder sind sie jetzt schon weg? Die werden besser, tatsächlich. Schmeckt? Ja. Hey. Hallo. Ja, ich bin Klaas. Ja, ich bin... Das ist ein merkwürdiger Abend heute, ne? Ja, sehr merkwürdig. Ja. Ich wollte heute rausfinden, passen Tobi und Felix vom Humor her zusammen? Und deswegen haben wir gecheckt, ob ihr beide lacht über dieselben Sachen. Ich meine, dass sie einen ähnlichen, vielleicht sogar denselben Humor haben. Ey, du weißt Bescheid? Sorry. Und auch alle, die hier sitzen, sind Schauspieler. Das Telefonat war also auch mit. Auch das Telefonat. Um das rauszufinden, was wir denen heute an Erkenntnissen mitgegeben haben, hätten sie eigentlich 5 Dates gebraucht. War lustig. Ja, hat es dir Spaß gemacht? Ja, es war... Nee, ihr habt das wirklich super. Mein Plan ist aufgegangen. Die wissen jetzt, sie haben den gleichen Humor. Werdet ihr euch wiedersehen? Also ich würde mal sagen, danach wäre es vielleicht cool, wenn ein normales wir noch Date wäre noch auch schön. Ja. Ich finde, die passen zusammen, wissenschaftlich gesehen. Und daraus könnte jetzt so viel mehr entstehen. Vielleicht sogar Liebe. Außerdem waren sie auf einem Date, das beide wahrscheinlich so schnell nicht vergessen werden. Meines Erachtens reicht das für eine Beziehung, aber ich würde in dem Fall sagen, sie dürfen selber entscheiden, ob sie ein Paar werden.